Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, eigentlich sollte heute Fakt zusammenkommen. Das Problem ist, es geht sich nicht aus. Ich habe mich die Tage aber auf Kanalzerstörer probiert. Ja, es ist jetzt nicht der Burner, aber ich dachte aus Alternative für Facttime. Heute werde ich das hochladen. Die Facttime-Folge wird dann morgen folgen. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Video rein. Leute, nach einem langen Arbeitstag bin ich nach Hause gekommen. Habe mich chillig auf meine Couch gesetzt, wollte ein bisschen entspannen, einen schönen Abend haben. Das Ding ist, im Fernsehen läuft nur Scheiße. So, was mache ich? Ich gehe YouTube. YouTube-Trends. Was erwartet mich da? Noch mehr Scheiße. Einfach nur Scheiße. Und das war nicht nur genug, dann gehe ich in meine Abo-Box. Und was sehe ich da? Ein YouTuber, den ich auf Tirolerisch einfach nur als Volltrottel, den mein Hirn eingeschissen hat, bezeichnen würde, nämlich Younis Amiri, ist auf die glorreiche Idee gekommen, Kinder dazu anzustiften, in einem Kaufhaus einen Böller zu zünden. Ich meine, dass das heutzutage eine verdammt dumme Idee ist, das dürfte jedem klar sein. Doch die Frage, was ich mir dazu stelle, ist: Der Typ ist 17. Wo verdammt waren seine Eltern? Man kann doch so ein kleines einfach da nach Dortmund fahren lassen. Ich meine, also Eltern, da checkt man doch, dass der nicht ganz dicht in der Batterie ist. Ich meine, allein schon, wenn man sich seinen Kanal anschaut, nur Drecksvideos, nur irgendwelche Videos, die was strohdumm sind, dann lasse ich doch so ein nicht da hinfahren. Ich hoffe, dass sie den Jungen in den Jugendknast schicken und die Eltern auch bestrafen. Denn ganz ehrlich, das ist nicht nur seine Schuld, das sind genauso die Eltern schuld. Ich meine, es wurden 30 Menschen verletzt. 30 Menschen. Nur weil ein Vollidiot meint, er kann damit Klicks machen. Leute, das war mal ein etwas anderes Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao.